geht wieder los. Ich eile als rasender Reporter über die Messe. Schaue ein bisschen, was mir gefällt, was ich cool finde, was ich euch zeigen möchte, was vielleicht spannend ist. Mal gucken, was ich so finde und entdecke. Aber ich gehe jede Wette ein. Es wird auf jeden Fall wieder spannend, vor allen Dingen für die Leute, die nicht auf der Messe sein konnten. Von dem her, ja, gucken wir, was uns heute hier alles vor die Linse läuft. Oha, hier bei Bulls habe ich auch wieder spannende Produkte gesehen. Hier Topmodell, Sony ENR-Team. Das sieht man hier auch nochmal. 9.999 Euro und richtig spannend an der ganzen Nummer ist, natürlich wie auf der Eurobike an so vielen Rädern, ein abgeklebter Motor. Und wenn man mal aufs Oberrohr schaut, dann sieht man schon, was für ein Hersteller das sein könnte. Sieht man vermehrt, aber ey, das Rad an sich ist schon cool, sieht schön aus. Mir gefällt vor allen Dingen irgendwie diese Dickels-Grafiknummer hier mit den ganzen Höhenlinien eigentlich ganz gut. Also sieht echt lässig aus. Insgesamt schönes Rad, muss ich tatsächlich sagen. 170 vorne, 160 hinten. Da geht schon ein bisschen was. Gibt es auch in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Jetzt beispielsweise hier mal 3.200 Euro prinzipiell günstiger mit dem Rad, aber farbmäßig würde mich das fast noch mehr kicken. Sieht auch geil aus, wie gesagt, hier nochmal Oberrohr. Graphics sind geil, wie gesagt, ich bin natürlich aber auch Höhenlinien-Fan. Wenn ihr guckt, das Einzige, das Oberrohr ist echt breit. Sieht breit aus, das Ding. Aber insgesamt interessantes Rad und hier natürlich auch Bosch-Motor am Start und ebenfalls wieder abgeklebt. Richtig crazy. Jetzt gibt's Bling Bling. Ich bin am Stand von Industry 9. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie auf der Kamera so rüberkommt, aber das Laufrad sieht richtig geil aus. Hier mit dem ganzen Lila irgendwie drin, in unterschiedlichen Lila-Pinktönen schon. Alter, was ein Ding. Also passend natürlich auch zum Lack von dem Score. Sieht man vielleicht, das ist auch so ein geil blinkendes, mit irgendwelchen Glitzerpartikeln ausgestattetes Teil. Hier vorne natürlich auch Vorbau bzw. I-Head-Kappe-Kombination. Passend am Ende zum Rad. Ey, das Ding sieht schon geil aus. Ein bisschen weiter weg, dass ihr das mal seht. Crazy geiles Bike. Also richtig, richtig bling bling. Taugt mir auf jeden Fall. Ich bin am Stand von TQ und hier hängt ein Rotwild RX275. Habe ich ja auch schon mal Probe gefahren und das ist wohl eins der leichtesten EMTBs in dem Aufbau, die es gibt. Hier oben an der Waage steht es drauf. 12,72 Kilo. Boah, das ist schon eine Ansage, Leute. 12,7 Kilo hier mit dem HPR 50 am Start. Ist schon ein bisschen was. Hier sind natürlich ganz viele Bling-Bling-Teile dran. Hier seht ihr den Aufbauer von diesem ganzen Rad. Also Instagrammer checken. Wer sich dafür interessiert, gibt es auch, glaube ich, echt ein paar coole Stories dazu. Spannendes Teil. Ist natürlich mit einem TQ-Motor möglich, so ein leichtes Rad aufzubauen. Hier gibt es noch ganz viele andere spannende Teile, das ist mal hier reingucken, ist eigentlich ein Scott, sieht man ja auch mit dem eingebauten Dämpfer hier, wie das Ganze hier so liegt mit dem Motor. Und da seht ihr, wenn ich meine Hand daneben halte, wie klein die prinzipiell eigentlich ist und hier Akku verbaut und so weiter, Display im Oberrohr. Und Akku ist ein gutes Stichwort hier, es gibt nämlich bei TQ was Neues und da gehe ich mal ganz kurz hin. Und zwar kennt ihr ja schon wahrscheinlich die 360 Wattstunden Batterie, die hier zu sehen ist, und den Range Extender mit 160 Wattstunden. Also die Kombination ist ja bekannt. Aber jetzt gibt es, und das ist richtig geil und neu von TQ, 580 Wattstunden. Also echt eine ganze Ecke größer und natürlich wieder kombinierbar. Das heißt, ich kann den 580er auch am Ende noch um den 160er Range Extender kombinieren und habe dann auf jeden Fall mehr als ausreichend Wattstunden, um, seht ihr ja, längere Rides zu machen. Steht hier jetzt drauf, so Personas mit Gewicht, Alter, wo gefahren wurde und Höhenmeter plus Kilometer. Und wenn man dann beides kombiniert, da kommt, glaube ich, echt was Ordentliches bei rum. Interessante Sachen hier bei TQ. Hier vorne steht ja auch nochmal das Trackbike. Ich würde jetzt sagen, oder hätte fast gedacht, so wie ich es auch habe, aber das Ding ist natürlich nochmal eine ganze Ecke krasser ausgestattet. Also das ist High-End. Und meins war ja eigentlich das günstigste Rad, aber ey, sieht schon geil aus. Richtig schönes Radl. Muss ich tatsächlich sagen. Ey, spannende Neuigkeiten hier am Stand von TQ. In meinem ersten Messerundgang habt ihr ja schon ein bisschen was gesehen zu Bikepacking-Taschen hier am E-Bike. Hier haben wir eine Lösung.
die für mich noch abfahrtstauglicher aussieht, von Aeroe. Bedeutet hier hinten, hier wie eine Art Träger. Und hier hängen halt Packtaschen links und rechts dran. Da könnt ihr ordentlich Stuff mitnehmen. Das Ganze hier schön befestigt. Und sollte dann auch dementsprechend halten, wenn man hier diese ganzen Videos und so abcheckt von den Leuten, die damit unterwegs sind. Und vorne habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Gepäck mitzunehmen. Und wie gesagt, das Ganze hier an einem E-Bike. Also mir taugt das richtig, ey. Ich hätte da richtig Bock, eigentlich dieses Rad zu schnappen. Hier unten so meine zwei, drei Sachen reinzupacken. Eine Unterhose und Zahnpasta und eine Zahnbürste. Und dann let's go, ey. Wäre schon echt geil. Ladegerät vielleicht noch mit rein. Braucht man ja irgendwie irgendwo. Und dann geht es ab. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich mal sowas mache, sagt es mir auf jeden Fall. Da würde ich mir irgendwie was Geiles einfallen lassen und dann hier mal Bikepacking-mäßig unterwegs sein. Hier sieht man so ein bisschen die Halterung hier vorne. Also bedeutet, das ist wie so ein Plastik, also eine Plastikhalterung, kann ich dann wahrscheinlich einfach hier komplett diesen Packsack mitnehmen und hinten die und bin dann ready. Ready to go. Was habt ihr am Start für 2024 hier auf der Eurobike? Ja, wir gehen jetzt in Komponenten rein. Wir haben Vorbauten, Lenker, Griffe, Pedale. Warum? Der Gründer, Dr. Chris Lee, das war ja früher ein Motocrosser, mittlerweile fährt er nur noch Cross-Country Mountainbike, Cape Epic und so, der ist ein absoluter Weight-Weenie und der wollte richtig geile, leichte Komponenten selber bauen. Deswegen ganz neu, Magnesium-Pedale und Vorbauten mit einer Keramikbeschichtung. Der Vorbau ab 93 Gramm in 33 mm Länge, gibt es aber auch in 40 und 50 mm. Die Pedale sind auch super leicht mit Titanachse. Ein einzelnes Pedal wiegt dann nur 128 Gramm oder für das Set 256 Gramm. Und wir haben da mit Titanachse, es gibt es aber auch mit Stahlachse, ein Tick schwerer. Weitere Pedale, nicht nur Plattformen, sondern auch SPD-Pedale, also ganz normale SPD-Glieds passen da. Und wer kein Magnesium haben will, weil es doch ein bisschen teuer ist, um ehrlich zu sein, wir haben auch eine komplette Aluminium-Kollektion. Drei unterschiedliche Farbwege jeweils, die gleichen Pedale von große Plattform, großer Käfig für Enduro und Gravity, über eher Trail, All Mountain, kleinerer Käfig und gar kein Käfig oder gar keine Plattform für Cross Country und Gravel. Die gleichen Plattformpedale, die ihr schon gerade im Magnesium gesehen habt und auch die Vorbauten drunter in einer Aluminium-Variante in den gleichen Längen wie vorher genannt. Und wir haben aber auch noch on top Lenker und Griffe. Die Lenker kommen immer mit einem Griffset. Das eigentlich Coole sind wirklich die Griffe. Die haben drin sogenanntes Reflex-Material. Das ist das gleiche Material, das wir in den ganz dünnen Knie-, Ellenbogen-, Rückenprotektoren einsetzen. Die nehmen zusätzlich Vibrationen auf. Die sind zwischen dem eigentlichen Griffgummi und dem Lenker geparkt, in Anführungszeichen. Und ja, wie gesagt, die Lenker kommen immer mit schwarzen Griffen. Die Griffe sind aber auch einzeln erhältlich für 29 Euro. Mega geil. Ich muss sagen, die Sachen gefallen mir super gut. Ich finde, die sehen ein bisschen Transformer-mäßig aus, die Vorbauten und so weiter. Also super viel Liebe zum Detail irgendwie auch. Wenn man hier an die Seite mal schaut, probiert es euch hier mal einzufangen, dann seht ihr das. Und genau, vorne ist noch ein Rubber. Genau, Cap drin, damit, wenn ihr mit dem Hochdruckreiniger irgendwie was Fahrrad haltet, kein Scheiß zu sehr ins Kugellager reinkommt. Mhm, kann ich hier nochmal abfilmen sozusagen, weil hier oben ist ja dann sozusagen offen gestaltet. Loch. Genau, und ja. Deswegen haben wir die Gummikappe, damit einfach nicht zu viel Dreck seinen Weg zum Steuersatz findet. Aber Designtechnik, technisch richtig geil, gefällt mir. Und dann eben Keramikcoating halt auch extrem robust. Doppeltes Keramikcoating. Und wie gesagt, vor allem die Magnesiumteile extrem leicht. Mhm. Alles, was ihr seht, ist fünfachs CNC gefräst, also extrem aufwendig, viele Maschinenstunden dahinter. Deswegen sind die Produkte auch nicht so günstig. Aber ja, wir wollten erstmal den geilen Scheiß machen, egal wie viel es jetzt im Endeffekt kostet. Und kannst du sagen, ab wann es die ganzen Parts im Laden geben wird, so grob? Ab Ende Oktober verfügbar. Perfekt. Für die Pedale noch eine Nebeninfo, die sind alle dreifach gelagert. Du hast an der Pedalseite hast du ein Gleitkugellager, dann hast du ein Rillenkugellager und ein Industriekugellager am Ende noch. Also dreifach gelagert. Es gibt von Anfang an ab Ende Oktober Rebuild-Kits und es gibt auch Titan-Achs-Upgrades, wenn man zum Beispiel ein Alu-Pedal will und es noch leichter tunen will. Mega geil, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf Oktober.
und auf die Zeit, auf den Trails mit den neuen Parts. Voll geil, danke Basti. Danke. Ich bin am Stand von Fazur und einige von euch haben drauf gewartet und müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Es gibt aber jetzt die Ankündigung zum Range Extender, wie das ganze Teil aussieht. Hat 215 Wattstunden, nennt sich Fazur Energy 210, 1,1 Kilo und wird denselben Mount Rail haben wie beispielsweise bei TQ, also Fitlock Adapter. Kann das Ganze montiert werden, was natürlich mega cool ist. Ich glaube, leider muss man sich darauf aber trotzdem noch ein bisschen gedulden, wird so schnell nichts werden. Ich habe was gehört von Q2 25, also dauert noch ein bisschen. Was es aber auch neu gibt, seht ihr hier, sieht aus wie eine ganz normale Batterie, ist aber die Fazur Energy 480, wiegt 2 Kilo, hat jetzt 475 Wattstunden Kapazität, also ist nochmal angewachsen, eine ganze Ecke. Und was mich natürlich mega freut, seht ihr hier, es wird eine neue Ring Control geben. Und euch fällt vielleicht auf, dass unten so ein Knopf ist, der ist sozusagen für den Boost. Bedeutet, man muss jetzt nicht mehr die Ring Control so nach oben halten, dass der Boost kommt, sondern hat jetzt hier einen Knopf und die geht auch nur noch nach oben hier und nach unten, nicht mehr wie vorher auch hier nach rechts rüber. Soll haptisch einfach nochmal eine ganze Ecke besser sein. Ist jetzt hier ein 3D-Druck, aber freue ich mich drauf. Oder freue ich mich drüber, dass, wie gesagt, die einfach haptisch nochmal ein bisschen besser werden soll, weil vorher hat sie mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber auf die Produkte freue ich mich und der eine oder andere von euch wird eventuell drauf warten. Hier hängt es auf jeden Fall schon mal und jetzt wird es Zeit, dass das Ganze auch in den Handel kommt. Hier für alle Schrauber unter euch der richtige Stand, Feedback Sports, also schönes Werkzeug, hier das Ganze verpackt in so einer kleinen Tasche für unterwegs, kann man also mitnehmen, kann man hier an dem Bikestand aufhängen, bin ich mega, mega happy mit den Sachen, muss ich tatsächlich sagen, funktionieren für mich auch super gut, also diese ganzen Halterungen hier habe ich ja, beziehungsweise Bikeständer, muss ich tatsächlich sagen, hatte bisher selten einen, der besser funktioniert hat. Insgesamt richtig, richtig geile Produkte und es gibt auch einen neuen Bikeständer, den muss ich aber gleich mal gucken, der ist sogar irgendwie elektronisch, hier vorne steht er, zeige ich euch mal, hier hängt auch direkt schon ein E-Bike dran, bedeutet, da muss man am Ende sein Rad gar nicht mehr nach oben heben, sondern hat hier einen Lift und kriegt hier den vollen Service. Wir können ja mal fragen, ob wir den mal hier vorgeführt kriegen und ob jemand mal den Knopf drückt und das ganze Teil hier nach vorne hebt. Er sieht fast aus wie meine Wand zu Hause hier, oder? Also nur, dass alles neu verpackt ist. Taugt mir. Das Feedback-Sports-Zeug, ganz ehrlich, kann ich definitiv empfehlen. Auch wenn die natürlich Partner und Sponsor sind. Nichtsdestotrotz war ich vorher schon Fan und habe vorher schon die Bikeständer echt gefeiert. Das Ding wäre in der Hütte geil, aber da müsste ich durchgehend eine Akkubox dran schließen. Aber müsste natürlich nichts mehr heben und könnte den Rücken schonen. Also vor allen Dingen eher für Leute, die ständig schrauben, Bikewerkstätten und so weiter, wahrscheinlich spannend, interessant und relevant. Ich bin am Stand von Megamo gelandet aus Girona und ganz spannend finde ich, laufen wir mal kurz hin, erstens das Modell und who knows, vielleicht haben wir die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Irgendwie irgendwann hier auf dem Kanal. Hier mit TQ-Motor und anscheinend in der höchsten Ausstattungsvariante dann irgendwie bei auch 17 Kilo. Sieht auf jeden Fall lässig aus, das Rad. TQ-typisch. Auch wieder Display im Oberrohr und so. Geiles Rad. Und hier hinten habe ich noch was Spannendes gesehen. Zeige ich euch auch noch mal kurz. Und zwar gibt es hier einmal wieder ein Rad mit neuer Motor abgeklebt und so, aus Aluminium, also Alu-Bike. Paintjob-mäßig taugt es mir auf jeden Fall auch schon, finde ich irgendwie eine coole Farbkombination. Aber meine Wahl wäre dann tatsächlich eigentlich hier drüben das Rad. Ich gehe einmal hier rum, dass ihr es seht, und dann zeige ich euch hier nochmal. Hiermit auch CX ebenfalls abgeklebt, also spannendes Rad und ist ein 3D-Druck, sieht man noch ein bisschen, aber wenn der Paintjob so kommt, dann wäre das perfekt, weil hier vorne seht ihr den Übergang und so. Richtig, richtig lässig mit diesen ganzen Farbklecksen oder so, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, aber sieht richtig cool aus, richtig schönes Fahrrad und ja, da bin ich gespannt, wenn es kommt und bin sehr, sehr gespannt auf den Antrieb. Bin jetzt am Stand von Sigma.
aus der Pfalz. Sieht man vielleicht hier, sind schon ein paar Weinfläschchen geleert worden. Auch echt ein cooler Stand. Und spannend für euch finde ich vor allen Dingen das Produkt, auch die Leute, die sich so ein bisschen für das Thema Gravel interessieren, weil oftmals ist ja das Problem, man will oben GPS-Gerät haben, wie jetzt hier in dem Fall, und dann irgendwie die Lampe unten, dass das clean ist, aber dann ist oft die Lampe, sieht man jetzt hier beispielsweise, eigentlich nicht straßenverkehrszugelassen und hängt auf dem Kopf. Das heißt, das Lichtbild ist ein ganz anderes. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, also mit der Lampe, die erstens straßenverkehrszugelassen ist, sich connected mit dem Rücklicht und seht ihr sozusagen richtig rum jetzt angebracht ist. Und damit ist man, wie gesagt, dann am Ende safe unterwegs, straßenverkehrszugelassen unterwegs und wird auf jeden Fall, wenn es verfügbar ist, auch an mein Gravelbike wandern. Julian, was gibt's Neues bei BH? Was habt ihr am Start für 2024, 2025? Ja, servus Sofa, schön, dass du da bist. Wir haben ein paar richtig geile Neuheiten hier am Start auf der Eurobike. Das Wichtigste und Neueste, unser BHZ bei SEG Motor, ganz neu entwickelt, 2,1 Kilo, 65 Newtonmeter, Light Assist. Eigenentwicklung von BH, hier verbaut in unseren Eilung Trail, Eilung Race. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Modell, und zwar unser Eilungs Plus SL, das aktuell leichteste Fullpower EMTB mit mehr als 600 Wattstunden, geht los bei 18,8 Kilo. Oh, das ist eine Ansage. Ist eine Ansage, und wenn du Bock hast, schiebe ich dir das auch bald mal in deinen Heimatwald und den Arsch, dann kannst du mal testen und deinen Followern schauen oder zeigen, wie geil es ist. Wäre mega cool. Du hast mir eben gerade auch vorher nochmal gesagt, hier gibt es sogar einen Range Extender dafür, und der kommt eigentlich direkt mit dem Rad schon mit? Der kommt direkt mit dem Rad, ist serienmäßig dabei. Steckst du hier auf, 180 Wattstunden nochmal extra, bis bei 810 Wattstunden. Und du kannst sogar den Range Extender nochmal in den Rucksack stecken, mehrere Range Extender mitnehmen als Zusatzakku. Okay, das ist eine ordentliche Hausnummer. Hast du noch was Spannendes für mich? Doch, ich habe noch eine ganz geile Besonderheit für dich, komm mal mit. Ich weiß ja, dein Spezialgebiet sind eigentlich Tracking-Touren. Deswegen, wenn du mal Bock hast, unser neues E-Tracking-Bike, auch mit dem BHZ, mit unserem eigenen Motor, Light Assist, 810 Wattstunden und, würde ich mal sagen, sehr schickes, schlankes Design. Ja. Also wenn der Tracking-Toffer wieder auf Tour ist, wäre das Rad dann der perfekte Begleiter, sagst du. Das ist perfekt für dich, da sehe ich dich. Und das dann noch so drauf lackiert am Ende, weißt du, in so einer Sonderedition hier, das wird auch noch perfekt zu mir passen mit dem Marienkäfer. Da sehe ich dich auch, passt perfekt, genau, mit einem Künstler zusammen und das Rad, ein neuer E-Graveler. Ja, schaut mal bei uns auf der Website die nächsten Tage, da werdet ihr dann mehr Infos dazu bekommen. Mega geil, dank dir. Danke, Toffer. Auch echt spannend hier am Raymond-Stand, das Kyrok, ein Bike mit einem SX-Motor, auch ganz klassisches Trailbike, sieht aber meiner Meinung nach echt geil aus, 400 Wattstunden haben wir hier drin in der Kiste, 150 mm Federweg vorne und auch hinten. Carbonrahmen, finde ich, sieht schon lässig aus, die Kiste. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie ein Prototyp ist, weil so auf den ersten Blick wäre hier hinten vielleicht ein bisschen wenig Platz so zwischen Reifen und dem Rahmen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles noch Prototypenstatus. Angegeben ist das Rad mit, seht ihr hier, 17,7 Kilo von R. Raymond oder Raymond. Das wäre auf jeden Fall schon eine Bank und eine Hausnummer. Hier ist auch nochmal die ganze Range am Start bei Raymond mit dem ZF-Motor, den ich ja auch schon im Video vorgestellt habe. Und da sieht man, wie gesagt, alle möglichen Versionen mit ganz vielen unterschiedlichen Preispunkten. Von 8.499 Euro hier zu wahrscheinlich einem der Top-Modelle mit hier Luftfahrwerk vorne hinten 9.499 Euro UVP. Paintjob-mäßig und von der Farbe, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das hier am besten. Ist wahrscheinlich eher ein günstigeres Modell, aber sieht irgendwie geil aus. Sind Farbklecksen da drauf. Boah, finde ich lässig. Schönes Fahrrad auf jeden Fall. Und ZF, ey, der Motor hat mir auch Spaß gemacht. Auch auf jeden Fall ein spannendes Teil. Steht hier kein Preis und ich vermute, das ist hier Entry-Level. Das wird das Einstiegsmodell sein. Und da haben wir, wenn wir drauf schauen, 6.299 Euro auf der Uhr. Dann, wie gesagt, aber mit dem ZF-Motor 756 Wattstunden. Und auch schon, ja, natürlich Basic-Ausstattung, aber auf jeden Fall gut genug Potenzial zum Pimpen. Und von der Optik her ist geil. Schaut mal das Oberrohr, ist ein bisschen Sichtcarbon. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht in dem ganzen Gespiegelten.
Schönes Rad. Hinter mir werden die Stände schon abgebaut, beziehungsweise sind schon gar nicht mehr besetzt. Hier ist einfach schon teilweise niemand mehr. Hier werden die letzten Kisten rausgetragen, Fahrräder verkauft, keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich hoffe, euch haben die Videos hier von der Eurobike 2024 gefallen. Ich hoffe auch, ihr hattet ein paar spannende Produkte vielleicht irgendwie für euch entdeckt in meinen Videos. Oder ja, wurdet einfach nur gut unterhalten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man sich in einem der nächsten Videos sieht. Dann wahrscheinlich mit keinem Eurobike-Content, sondern mit irgendwas anderem. Leute, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Euer Toffer.